Kaffee greift in einem Whiskyfass. Geht das? Das erfährst du nach dem Intro. Old Oak 1583 ist ein Sarchimor, das ist ein Arabica aus Mexiko, der jetzt ein Jahr lang in einem alten Whiskyfass gereift hat. Und das gibt dem Kaffee ein ganz besonderes Aroma. Er ist sehr fruchtig geröstet, so leicht, harmonisch, weich und bringt so ein bisschen die phenolisch wunderschöne Sherry-Whisky-Note.